Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, wie ihr hört, bin ich gesundheitlich noch recht angeschlagen. Ich hatte wieder eine dicke Nasennebenhöhlenentzündung, / Vereiterung getroffen und ich befinde mich jetzt gerade so am Ende dieser Geschichte. Es ist eigentlich immer am Jahresanfang habe ich so einen Infekt, es ist zum Scheiße schreien. Dementsprechend sehe ich etwas kaputt aus. Ich bin es auch, Leute. Aber ich wollte trotzdem den neuen Restock von der lieben Jenny vorstellen und habe mich so gefreut, dass ich ihn wieder zugeschickt bekommen habe. Es ist ein großer, bunter Karton voller Frühjahrsdüfte und ja, ich hoffe, ihr habt Lust zu sehen, was die liebe Jenny jetzt in ihrem Restock wieder einstellt. Der Restock findet übrigens am 1.4. um 20 Uhr statt, also zückt eure Zettel, schreibt euch auf, was eure Düfte sein könnten und shoppt eure Ostergeschenke. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei meinen Duftimpressionen. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange und los geht's. Ich greife einfach mal rein. Das erste, was mir hier in die Augen fällt, ist dieses wunderschöne Osterei. Ja, und dieses Osterei riecht, heißt übrigens Butterfly Hugs und riecht relativ dezent. Ich würde sagen, ein bisschen fruchtig und ein bisschen seifig. Und aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr dezent. Butterfly Hugs. Also wenn ihr dezente Raumdüfte mögt, guckt euch den auf jeden Fall mal an. Dann haben wir Wood Sage and Sea Salt. Das ist ja ein relativ bekannter Duft. Ich bin der Meinung von entweder von Bath & Body Works oder von Jo Malone. Ich bin gerade etwas unsicher. Ja, und das ist ein leicht männlicher Duft. Frisch, sprudelig. Mich erinnert das so ein bisschen an Selta. Und hat auch so was leicht Hölzernes. Was ja mit dem Wood Sage ganz gut passt. Was ich gut finde ist, Sage ist ja Salbei und ich liebe Salbei in Essen. Ich mag es aber überhaupt nicht riechen. Und das ist ein sehr frischer, wie gesagt, leicht sprudeliger, an Selters aquatisch erinnernder, hölzerner Duft. Gefällt mir sehr gut. Sehr hübsch auch hier in grün mit Glitter. Genau. Wood Sage and Sea Salt. Dann habe ich Sorbet Snapdragon. Ja, und das ist ein süßer, floral, fruchtiger Duft für mich. Auch nicht so intensiv. Die liegen jetzt hier schon natürlich ein paar Tage rum, weil ich war eine Woche krankgeschrieben. Und ich habe das, glaube ich, am Donnerstag davor bekommen. Ja, tut mir leid übrigens das Schnorcheln. Ich kann da leider nichts machen, weil es meine Nasennebenhöhlen sind leider immer noch belegt. Ja, also sehr, sehr lecker. Wie gesagt, fluchtig. Fruchtig, floral, Sorbet, Snapdragon. Es fehlt mir aber tatsächlich für ein Sorbet. Ein Sorbet ist für mich was sehr Zitrisches. Ich weiß nicht warum, aber ich verbinde mit Sorbet immer Zitrusfrüchte. Das heißt Orange, Limette, Zitrone. Und das hier riecht nicht zitrisch. Also sehr lecker nichtsdestotrotz. Sorbet, Snapdragon. Dann kommen wir zu einem Duft, den hatten wir schon mal. Und ich liebe ihn. Er passt großartig zu meinen in der Krankheit gemachten Fingernägel des Frühlings. Lavender Cotton Blossom. Ich liebe diesen Duft, denn es ist ein sehr weicher, sehr süßer Lavendelduft. Sehr cremig, nicht besonders intensiv, aber auch nicht schwach. Aber normalerweise finde ich, sind Lavendeldüfte immer sehr intensiv. Und das hier ist ein sehr zarter, süßer, cremiger Lavendelduft. Großartig. Lavender Cotton Blossom. Dann haben wir den Cashmere. Das ist ebenfalls ein sehr schöner, kuscheliger, leicht pudrig, cremiger Duft. Sehr schön, ein sehr schöner, kuscheliger Wolldeckenduft, der Cashmere. Moroccan Amber, ich glaube, den hatten wir auch schon mal, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, und das ist ein warmer, mich erinnert der an Wüstensand. Ja, ein pudriger, wie soll ich jetzt mal sagen, trockener Duft. Ebenfalls leicht holzig.
Und wie gesagt, sehr warm und kuschelig. Er hat auch so ein bisschen was von einem Kaschmirduft, aber ich glaube, es liegt einfach an diesem Amber. Und der ist aber wesentlich wärmer für mich als der Kaschmir jetzt zum Beispiel, Moroccan Amber. Dann haben wir Catch a Wave in diesem kleinen süßen Wäffelchen. Preise, Daten, Fakten, Hintergründe, alles, was ich weiß, verlinke ich euch unten. Ja, und das ist ein aquatisch, aber süßer, auch ein bisschen sprudeliger Duft. Welchen hatten wir denn vorhin schon, den ich so ein bisschen sprudelig fand? Ich glaube, den Wood Sage and Sea Salt. Aber hier habt ihr was Fruchtiges mit dabei. Ich weiß nicht, ob da sowas mit bei ist wie ein leichter Melonenapfel. Ich glaube, ein Apfel bilde ich mir ein, daraus zu riechen. Ich kann auch schon wieder ganz gut riechen, aber noch nicht perfekt, weil die Nasennebenhöhlen halt noch zu sind. Genau. Der ist ebenfalls aquatisch, aber im Gegensatz zu dem Wood Sage and Sea Salt, der hat was eindeutig männlich-holziges. Und dieser hier hat was Neutrales, also Unisex-Fruchtiges. Der ist nicht zu süß, der ist nicht zu Badezimmer, der ist eher süß und fruchtig. Das ist ein schöner Frühlingsduft, der Catch a Wave. Dann haben wir den Pink Sangria. Ja, und das ist auch ein süßer, beeriger, ja, zuckriger Duft. Fruchtig, er hat aber für mich jetzt keine Alkoholnote, was oder keine Weinnote, was jetzt so eine Sangria hätte. Er ist einfach beerig, spritzig und fruchtig. Genau, Pink Sangria. Vanilla Musk, auch den hatten wir vor kurzem, glaube ich, schon mal. Oh, Entschuldigung, kleine Schleifen. Zauberhaft. Ja, das ist ein. Genau das, was draufsteht, riecht ihr. Habt ihr einen vanilligen, maskigen Duft? Dieses maskige, typisch leicht pudrige, etwas florale, gemischt mit einer floralen Vanille. Sehr schön, Vanilla Musk. Ihr wisst, ich liebe solche Düfte. Großartig. Dann habe ich den Strawberry Kiwi. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal letztes Jahr oder so. Ja, großartiger, authentischer Erdbeerduft. Ich bin der Meinung, wir hatten den schon mal. Ja, der ist ein großartiger, authentischer Erdbeerduft. Und ich glaube, dieses Authentische, witzigerweise, kommt durch die Kiwi, denn ihr riecht hier keine Kiwi raus. Ihr riecht hier einen eindeutigen Erdbeerduft, aber eben sehr schön fruchtig und nicht wie oft vanillig oder kuchenartig, sondern einfach fruchtige, authentische Erdbeere. Strawberry Kiwi. Dann haben wir Mante La Jolie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der ist verschlossen. Okay. Also, ich rieche hier was Cremiges, leicht Minziges, glaube ich. So einen Duft habe ich noch nicht gerochen, tatsächlich. Was ist denn das für ein Duft? Also, ich nehme mal vorweg, er ist schön. Er hat für mich das Gefühl, so eine leicht kräutrige Note, eine leicht zitrische Note, eine leicht holzige, cremige Note. Sehr interessant. Mante La Jolie, ja, kann ich ganz schwer eingruppieren, das Ding, aber ist sehr interessant. Salty Dog. Oh ja, das ist so Meersalz, Meergischtduft. Ganz frisch und salzig, perfekt fürs Bad. Riecht sauber, hat auch so ein bisschen so leicht diesen Reinigercharakter. Ja, sehr frisch. Salty Dog. Für alle, die es aquatisch, Badezimmerreiniger, so fizzmäßig mögen, guckt euch den an.
Vanilla Bean Noel. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Bath & Body Works Dupe sein soll. Oh, Himmelarsch. Ja, schön. Der riecht so richtig schön cremig, aber der hat halt auch noch so eine ganz leichte buttrige Note. So, ja, so eine Vanille-Buttercreme. Oh, Himmel, Herrgott, Vanilla Bean Noel, großartig, nicht nur ein Weihnachtsduft, sondern ganzjährig, wer foodige, klebrige, buttrige Vanille mag, guckt euch Vanilla Bean Noel an. Wonderberry, Beerenduft, überraschenderweise ist es ein Beerenduft, Freunde. Aber was ist das für eine Beere? Himbeer, Johannisbeer oder so? Es ist eine sehr interessante Mischung an Beeren. Es ist nicht so die typische Blaubeere für mich. Es ist auch nicht so die typische Himbeere für mich. Es ist für mich eine dunkle Beere. Oder ist das Johannisbeer-Erdbeer oder so? Das ist eine ganz frische, sprudelige Beere für mich. Wonderberry. Sehr schön, weil es eben nicht die typische Blaubeere ist. Großartig. Dann habe ich Green Tea and Bamboo. Das schreit ja nach Frühling und Frische. Oh, der riecht sehr schön. Ich mag grüne Teedüfte. Für mich sind grüne Teedüfte das, was für andere so Aloe Vera Düfte oder Gurkendüfte sind. Viele haben ja bei Aloe Vera oder Gurkendüften so dieses frische, saubere. Ich mag diese Duftnoten leider nicht. Aber Grünteedüfte geben mir, glaube ich, das Gefühl, was dieses Aloe Vera, Cucumber, Gedöns anderen gibt. Frische, sauber, frisch sauber gemacht. Und ich weiß nicht, der Bambus, also es riecht hauptsächlich nach Grüntee für mich. Gegebenenfalls noch eine kleine grüne Note. Aber sehr, sehr frisch und lecker auf jeden Fall. Green Tea and Bamboo, ein sehr frischer Duft. Dann habe ich Febreze Hawaiian Aloha. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Der kommt mir auch sehr bekannt vor. Das ist ein mega Deko. Eine mega Optik. Ja, und da habt ihr einen floralen Weichspülerduft. Ein bisschen tropische Blüten. Ja, lecker. Nicht mein Favorit. Aber ich glaube, viele mögen den. Ich glaube, das ist so ein Massenschmeichler. Den mögen viele, weil es ein frischer, fruchtig, floraler, leicht tropischer Duft ist. Febreze Hawaiian Aloha. Dann haben wir Neck Champa. Keine Ahnung, was das sein soll. Das Erste, was mir einfällt, ist nasser Hund, Freunde, nasser Hund. Riecht das Ding? Ganz ehrlich, kann ich nicht. Okay, ich versuch's mal einfach. Der riecht ein bisschen süß, ein bisschen pudrig, ein bisschen lavendelig, glaube ich. Also, ja, schwer zu erklären, der Neck Champa. Also, ich habe das Gefühl, das ist ein leicht holzig, süß, pudriger, lavendeliger Duft ist. Dann habe ich Coconut Lime Breeze. Der ist auch sehr hübsch verziert. Schaut euch das mal an hier. Zauberhaft. Der riecht sehr, sehr zart. Und es ist keine muffelige Kokosnusspeitsche, sondern ein cremiger Duft. Mir fehlt hier jetzt gerade die Limette tatsächlich ein bisschen. Es ist für mich ein cremiger Kokosnussduft. Ja, keine Limette für mich zu schnuppern. Fresh Coco. Ja, und da habt ihr den typischen Kokos-Creme-Koko-Duft. Ja,
Sauber, leicht seifig, Kokosnuss, cremige Kokosnuss, sowas wie Kokosmilch. Leicht floral und leicht süß. Den finde ich schön. Fresh Coco. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Berry Chamomile. Ebenfalls zart. Ihr habt eine Beerennote, aber die ist sehr ausgeglichen. Die Kamille gleicht ja auch aus, wie wir wissen. Das ist ein. Schwer zu sagen. Also, es ist für mich kein floraler Beerenduft, aber es ist so ein bisschen gebremster Beerenduft. Süß. Ebenfalls ein bisschen cremig. Für alle wie mich, die aber nicht so gerne Kamille mögen, kein abschreckendes Modell. Ja, der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein sehr angenehmer, sehr ausgleichender, beruhigender Beerenduft. Dann haben wir Cucumber Melon. Ich glaube, das ist auch ein Bath and Body Works Dupe. Ja, da kommen alle, die Gurke und Melone mögen, auf ihre Kosten. Ich werde den definitiv testen. Wie wir gerade gehört haben, beides nicht meine Duftnuancen. Aber die Kombi gefällt mir außerordentlich gut. Cucumber Melon riecht richtig schön frisch und wässrig. Richtig schön, ja, süffig. Ganz lecker. Cucumber Melon. Dann haben wir One Million. Habt Nachsicht, ich rieche noch nicht 100%. Okay, da rieche ich ihn jetzt. Das ist ein schöner, parfümiger, leicht frischer. Oh, den mag ich. Leicht floraler Duft. One Million. Oh, sehr lecker. Das ist auch eins, den ich als Parfum verwenden würde. Aber soll das ein Lady Million Dupe sein? Den hatte ich mal, bin ich der Meinung. Und es kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Jenny, schreibt mal, ist One Million Lady Million Dupe? Schreibt mal in die Kommentare hier. Dann haben wir Chocolate Chip Cookie. Da zog ich mir gerade mal eine Line an Glitter. Ja, das ist ein schöner Vollmilch-Schoko-Cookie. Ja, am Popo habt ihr auch den Keks, mehr als am Kopf. Ja, diese leicht, nehmt's mir nicht übel, diese leicht muffige Schokonote. Schoko muss man lieben oder man tut es nicht. Ich gehöre zu denen, die es nicht so mögen. Aber den könnte ich mir, glaube ich, noch ganz gut vorstellen, weil es ein ganz süßer, cremiger Schokoladenduft ist. Riecht sehr angenehm kalt. Ich bin gespannt, wie er warm sein wird. Chocolate Chip Cookie, sehr lecker für alle, die Schoko lieben. Sweet and Clean. Und ich muss ja mal sagen, mir fehlen die Worte. Das Muster finde ich mega schön mit der Biene und ja, der Wabe. Mir fehlen die Worte. Oh, den finde ich schön. Das ist ja, ein süßer. Hauptsächlich süßer, also mehr sweet als clean. Aber schon auch ein bisschen frischer Duft. Also ich weiß, was sie meint mit clean. Aber das ist ein hauptsächlicher süßer, zuckriger, leicht beerig-fruchtiger Duft. Den finde ich überragend. Sweet and clean. Er hat auch so ein bisschen so einen kuschelig-cremigen Moment. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Downy Blue. Ja. Da habt ihr einen Waschmittel-Weichspüler-Moment, sehr frisch. Ein bisschen herb. Und fast ein bisschen männlich. Aber sehr sauber. Downy Blue. Der ist, glaube ich, was für alle, die so Gain mögen. Also einfach so dieses frische Waschmittel-Düftlein. Golden Milk and Honey, den hatten wir schon mal. Und das ist eine Peitsche, meine Lieben. Das ist eine Peitsche, die haut euch aus der Butze. Ja. Es riecht einfach wie heiße Milch mit Honig.
Für mich fehlen auch so ein bisschen diese typische goldene Milch-Gewürze wie Zimt, Pfeffer, Ingwer. Es ist für mich mehr eine heiße Milch mit Honig. Der ist krass. Am Popo sehr honiglastig, sehr süß, sehr cremig und erinnert mich immer an dieses 90er Jahre dieses Badegel, was es in Parfümerien gab. Ich weiß nicht, ist es von Guerlain gewesen? Auf jeden Fall war das so eine, ja, kann man schlecht beschreiben. Also es war eine Plastikverpackung, sah so ein bisschen aus von der Form wie so eine Salatsoßenflasche und auf der Flasche war eine Wabe mit einer Biene. Also quasi genau so war das drauf gedruckt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, welchen 90er Jahre Badezusatz ich meine. Strawberry Sugar, das schreit ja mein Name. Oh, das ist ein wunderschönes Düftchen. Ja, es ist genau das, was draufsteht. Süße, aber trotzdem auch noch authentische Erdbeere und Zucker, 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 Zucker. Das erinnert mich an die Erdbeeren, wie meine Mama die zubereitet. Und zwar ist das nichts für Diabetiker. Wenn meine Mama frische Erdbeeren kauft, dann nimmt sie die Erdbeeren, streut da Zucker drüber und dann bleiben die so einen halben Tag stehen. Und es bildet sich dann dieser sirupartige Saft. So riecht das. Und der letzte Duft für heute, Endless Love. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Und also, wenn das nicht passt. Ja, und das ist ein parfümiger, leicht maskiger Duft, auch für mich. Ja, am Popo hat er so eine leichte Zitrusnote für mich, aber trotzdem auch parfümig maskig. Das maskig-parfümige habt ihr am Kopf und das leicht zitrische habt ihr am Po. Puh, da flogen hier die Streusel. Ja, sehr, sehr angenehm, der gefällt mir auch gut. Ja, meine Lieben, das war der Restock. Liebe Jenny, vielen Dank fürs Zusenden der Düfte. Ich habe mich wie immer wahnsinnig gefreut. Es werden gleich ein paar Düfte in meiner Verlosungskiste landen, in meinen Lämpchen landen und dann werde ich mich meines jungen Lebens freuen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr einen Lieblingsduft bei der lieben Jenny habt, schreibt mir doch mal, welcher das ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ja, dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.